Vor 3000 Jahren war diese Stadt die Hauptstadt von Kolchis und mit der Argonautensage verbunden. Jason aus Thessalien fuhr mit der Argo dorthin, um das goldene Vlies zu holen. Unsere moderne Argo ist eine japanische Limousine und unser Jason heißt Chondi. Er will uns unbedingt Celati und Bangrati zeigen. Zwei Orte, die die große Kultur Georgiens repräsentieren. Das ist Celati. Der Name leitet sich vom griechischen Chinati ab und heißt Geburt. Das Kloster zählt zu den wichtigsten Werken der georgischen Kunst. Die bedeutendsten Könige von Georgien haben Celati erbaut. König David ist auch hier begraben. Er hat aber auch die Akademie von Celati im 12. Jahrhundert nach dem Vorbild der Akademie von Konstantinopel gegründet und auch berühmt gemacht. Wer hier studierte, hat Geometrie, Arithmetik, Astronomie, Musik, Rhetorik und Dialektik gepaukt, aber auch Weinbau studiert. Die Freskenmalerei hält sich an die georgische Tradition mit Christus, dem Weltenherrscher, der alles behütet. Chondi erzählt uns, dass das Kloster bei Hochzeitspaaren sehr beliebt ist. Die Hochzeit ist heute mehr denn je ein Sinnbild für die Wahrung des orthodoxen Glaubens. Die kirchliche Trauung findet zusammen mit den engsten Verwandten statt und ist der Höhepunkt einer jeden Hochzeit. Zwei Stunden kann die Zeremonie dauern. Im ersten Teil findet die Verlobung und im zweiten die Krönung statt. Nachdem der Bräutigam die Braut zum Altar geführt hat, verlobt der Priester das Paar. Die Ringe werden gewechselt, Fürbitten und das Segnungsgebet folgen. Alsdann folgt die Krönung. Mann und Frau werden zu König und Königin. Ihre ersten Schritte machen sie zusammen mit dem Priester, was das dreimalige Umkreisen des Altars symbolisiert.
Herzlichen Glückwunsch. Jondi steuert seine Argo weiter nach Kutaisi. Dort steht die Kathedrale von Bagrati. Den Namen hat sie von König Bagrat III. Er hat sie erbaut. Geweiht ist sie der Gottesmutter. Gleich zu Beginn des 11. Jahrhunderts ließ Bagrat die Kathedrale erbauen. Zum Ende des 17. Jahrhunderts zerstörten die Osmanen das Bauwerk. Nur Fundamentteile und Wandfragmente blieben übrig. Jetzt ist sie wieder aufgebaut und strahlt als Botschafter großer Kultur. Vor dem Portal macht uns Jondi auf vier Herren aufmerksam. Und prompt bekommen wir eine musikalische Kostprobe dargeboten. Das ist Georgien und seine Gastfreundschaft. Eigentlich sind sie da, um ein weiteres Brautpaar in die Ehe zu begleiten. Die Braut erzählt uns, dass jetzt groß gefeiert wird. 200 Gäste sind zum Hochzeitsbankett geladen. Wir ahnen, was das in Georgien bedeutet. Alles Gute, Georgien.